Hallihallo. Ich habe meine Brille fallen lassen. Kannst du mir helfen, sie zu finden? Wir haben hier einen Detektor. Hallihallo, hallo, willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Rubin Edition. Und wir gehen jetzt mal hier rein in unsere wunderbare Wettbewerbshalle in Wiesenflur. Hallo. Ich bin hineingegangen und habe mich ein bisschen in der Wettbewerbshalle umgeschaut. Wenn man da oben auf der riesigen Bühne steht, das muss Aufregung pur sein. An welchen Wettbewerben planst du teilzunehmen? Wenn du an einem Coolness-Wettbewerb teilnehmen willst, muss das Pokémon cool sein. So wie ich. Wähle immer das Pokémon aus, das am besten zur Kategorie des Wettbewerbs passt und die passenden Attacken kennt. Das ist das Wesentliche. Oh, die Liebe zu meinen Pokémon, diese Anziehungskraft. Ups, ich war gar nicht... Das war gar nicht für deine Ohren. Stimmt, und wie auch immer. Wenn du an einem Wettbewerb teilnimmst, probiere mal diese Attacke aus. Zum Glück waren wir hier drin, ne? TM45. Was ist das? Ich liebe es, Pokeriegel herzustellen. Ich habe immer einige Beeren dabei. Wenn du magst, können wir ein... Oh gut, machen wir. Komm, let's go. Jo. Jo, weiß ich schon. Einfach klicken, wenn der Pfeil da ist. Einfach das da reinwerfen. BTF. Ja. Pokeriegel Cyan wurde gemixt. Der Level ist 11 und die Würze ist 20. Nein, lass mich in Ruhe. So, sind hier noch ein paar? Na du? Mein Pokémon ist der Kracher. Es ist cool, stark, schön, anmutig und klug. Alles in einem. Das geht aber nicht. Ich werde mit ihm sämtliche Wettbewerbe gewinnen. Bestimmt nicht. Mm-mm. An welchem Wettbewerb nimmst du teil? Darf ich dir einen Rat geben? In jedem Wettbewerb, zum Beispiel im Wettbewerb der Anmut, werden sie im ersten Durchlauf nicht nur die Anmut, bewerten sie im ersten Durchlauf nicht nur die Anmut, genau so. Du solltest daher Wege finden, deine Pokémon besser aufzuziehen. Mit Skinner. Und lesen sollte man auch lernen. Ich habe meine Pokémon zur Anmut erzogen. Man kann seine Pokémon in einem Wettbewerb für Anmut teilnehmen lassen. Ich bin so froh, dass ich meine Pokémon liebevoll aufgezogen habe. Okay, die sind voll anmutig. Dann war es das jetzt aber auch in diesem anmutigen Ding. Und es geht hier durch den Meta-Flur-Tunnel, der zwischen Metaross City und Wiesenflur da halt ist. Oh. Hallihallo, hallöle. Wie nennt man einen ungestümen Mann hoch im Gebirge? Einen Bergfreund. Was? So, warum nennt man denn nicht auch einen Pokémon in den Bergen einen Berg-Pokémon?
Fußball wegen so, ne? Melvin. Mit einem kleinen Stein. Melvin, der lustige Wanderer aus Wiesenflur. Der jetzt einen Doppelkick abbekommt. Also, seinen kleinen Stein. Noch ein kleinen Stein. Okay, noch ein Pokémon, was das abbekommen will. Und Wacholo. Besiegt. Meine Pokémon haben alle Energie verloren. Ach echt? Ich habe die auch Energie abgezogen. Top, da. Auf der anderen Seite dieses Felsens wartet mein Freund. Er gräbt den Tunnel nicht nur, um mich zu sehen. Er reißt sich die Hände auf zum Wohle aller. Ein großer Felsen. Ja, okay. Ich habe ja irgendwo Zertrümmerer, ne? Jetzt muss ich das auch noch einsetzen. Jo. Okay, okay, okay. Zickzacks. Zickzacks müssen wir deshalb unbedingt behalten. Das ist sozusagen unsere VM-Schlampe. Ich guck mal, ob da unten noch irgendwas ist, bevor ich da oben durchgrabe. Wow, ein Flomel. Kennen wir schon. Ich meine, wir waren ja schon auf der anderen Seite des Tunnels. Aha, hier geht's noch weiter. Hallihallo. Ich habe meine Brille fallen lassen. Kannst du mir helfen, sie zu finden? Wir haben hier einen Detektor. Den Detektor hier hasse ich, weil man muss jedes Mal nichts, keine Anzeige, also irgendwo hier unten. Also in der Richtung irgendwo. Jetzt da. Aha, ein Schattenglas. So, wir haben deine Brille gefunden. Ich habe meine Brille fallen lassen. Kannst du mir helfen, sie zu finden? Deine Brille? Darf ich sie mal kurz ausprobieren? Das ist ein Schattenglas. Das habe ich nicht gesucht. Vielleicht ist meine Brille gar nicht hier zu finden. Ja. Ist womöglich. Basti hat KP Plus gefunden. Ja, besser als eine Brille. Hey, wo ist meine Brille? Ich habe meine Brille verloren. So. Flomel. So, dann graben wir uns hier mal durch. Los, Zickzacks.
Wow, du hast den Felsen, der den Weg blockierte, einfach zertrümmert. Darüber bin ich überglücklich und daher möchte ich dir diese VM geben. Du stehst im Weg. Stärke. Wenn ein kräftiges Pokémon diese VM lernt, ist es in der Lage, sogar die schwersten Felsen zu bewegen. Heike, nun kann ich dich jederzeit besuchen. Das ist wunderbar. Bitte ruhe dich ein bisschen in meinem Haus aus. Was? Das ist die Heike von hier unten, wa? Wer bist du? Oh ja, ich weiß schon. Du bist Basti. Genau, genau, genau. Ich bin Heikos Cousine. Nett, dich kennenzulernen. Ich finde, seit Heiko ihr liebt. Ja, ja. Oh, krass. Story of my life hier. Immerhin bleibt der Felsen weg, ne? Aber jetzt ist schon wieder ein Flomel. Geh weg, Flomel. Okay, ich glaube, wir waren wir schon mal. Ich habe so Erinnerungen an das. Yep, jetzt sind wir einfach nur auf der anderen Seite von dem, wo wir schon mal waren. Oh. Heißt, wir müssen aber nicht mehr lang. Wir müssen jetzt von Malvenfruit City wahrscheinlich Richtung Norden, also nach oben. Genau das wird's wohl sein. Weil wir uns jetzt einfach nur einen Tunnel durchgegraben haben. Beziehungsweise einfach einen Stein weggeklopft haben. Weil der Rest war ja schon weg. Machen wir den auch noch weg. Und schon ist der Durchgang perfekt. Jetzt kommen auf einmal mehr Pokémon als vorher. Und das sind nur Flurmel. Ich brauche keinen Flurmel. Danke. Dann werden wir mal wieder zurückfahren. Mit unserem Fahrrad. Ganz schön schwammig, das Fahrrad, weil es immer erst ein bisschen Antrieb braucht, ne? Gibt's nix? Okay. Schild lesen. Route 111. Unten, Malvenfruit City. Ich habe die Familie Siegers herausgefordert und viermal hintereinander gekämpft. Hinterher war ich kaputt. Die Herzen unserer Familie schlagen im Einklang. Das Haus der Siegers. Was? Ich steig mal von diesem kaputten Fahrrad ab hier. Hallo. Hallo, ich hab's. Du bist ein Reisender. Was hältst du davon? Du trittst mit deinen Pokémon gegen alle vier Familienmitglieder hintereinander an. Okay. Das nenne ich Kampfgeist. Ich mag dich. Siegers Victor. Doppelkick. Tschüss, Schwabini. Wir müssen ja eh unser Jungblut noch ein bisschen trainieren. Und das ist ein Training für die Top 4.
ein kleines Training. Bis zur Top 4 dauert es auch noch etwas. Ja, du bist stärker als ich dachte. Echt, ja. Hey ihr, ich habe einen starken Trainer gefunden. Oh, du meine Güte, bist du jung. Du musst ein sehr guter Trainer sein, wenn du meinen Mann besiegen konntest. Nun bin ich an der Reihe. Die Frau des Hauses. Die heißt Victoria. Die Frau von Victor ist Victoria. Alles klar. Dann fackeln wir dich mal ab hier. Oh. Naja, so fast. Glück gehabt. Naja, gut. Eine Sinelbeere. Ich glaube, das bringt auch nicht mehr viel. Tschüss, Roselia. Level 24. Ach nein, ich komme nicht darüber hinweg, wie stark du bist. Nicht. Hier draußen ist ein starker Trainer. Ein wirklich starker, sage ich euch. Du bist stärker als Mami? Wow. Aber ich bin auch stark, wirklich, ganz ehrlich. Siegers Sieglinde. Mit einem Meryl. Mariel. Ich glaube, das heißt sogar Mariel, oder? Aber sagt nur keiner, weil es komisch klingt. Knilz. Kamaup. Ja, das geht hier auch schnell. Damit auch besiegt. Spieler besiegte Sieger Sieglinde. Was? Habe ich verloren? Ja, hast du. Das ist gemein. Schlucks, heul, Oma, Schlucks. Wie konntest du nur meine Enkelin zum Weinen bringen? Schäm dich. Dafür werde ich dich im Grund und Boden stampfen. Mach dich auf was gefasst. Mit einem Pokémon, Vicky. Ich glaube mal, die Sieglinde, die ist da so ein bisschen vorbei. Eigentlich auch nicht. Sieglinde kommt von Sieg, Siegen. Und die Familie Siegers hat auch Siegen drin und... Dann haben wir halt Victoria von Victory und Vicky Victory und Victor Victory von Physik. Also eigentlich. Ja, gut, das dauert hier ein bisschen mit Petit hier, aber. Das sollte alles trotzdem auszuschaffen sein. Nur weil es halt mit Sieg anfängt, nicht mit Vic. Ne? Jetzt habe ich echt ein bisschen aus dem Rahmen. Guck mal, das Medit hier brennt. Und besiegt. Ja, Siegers Wiki besiegt. Boah, du bist stark. Meine Enkelin hatte recht. Ja, echt, wow. Wenn du es nicht allzu eilig hast, besuche uns doch mal wieder. Ich habe noch nie einen Trainer gesehen, der seine Pokémon so meisterhaft einsetzt wie du. Aber ich muss dir auch sagen, mein Sohn ist stärker als du. Er hat sogar die Pokémon-Liga herausgefordert, das solltest du wissen. Es steht
außer Frage, dass du stark bist. Aber wenn du gegen meinen Enkel antreten willst, bringt dir das nur Tränen der Frustration ein. Er ist viel stärker als jeder Trainer, den meine Familie kennt. Er müsste jetzt gerade eigentlich dabei sein, die Pokémon-Liga herauszufordern. Wie ich meinen Enkel kenne, ist er mittlerweile bestimmt schon der Champ. Wir benutzen dieses Macho-Band, um die Pokémon im Training noch mehr zu stärken. Da du unsere gesamte Familie besiegt hast, brauchst du es vielleicht gar nicht. Aber wir möchten dir dieses Macho-Band trotzdem gerne schenken. Zu schade, der Beutel ist um. Was? Nochmal. Mami ist stärker als Papi. Ich bin stärker als Mami. Und Omi ist stärker als ich. Und mein großer Bruder ist noch stärker als Omi. Ich hasse es, wenn übrigens Beutel voll sind, wollte ich nur mal sagen. Yeah. Reicht das? Jo. Mal Schuppern da halten. Okay, dann geht's beim nächsten Mal hier weiter die Route entlang. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wenn ja, lasst eben eine positive Bewertung da. Ihr könnt auch gerne abonnieren, um kein Video zu verpassen. Wir sehen uns denn das nächste Mal hier wieder. Haut rein, ciao, ciao.